Servus, liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder bei unserem Geheimprojekt. Da dort ist der Stube, das ist so geheim, da weiß nicht mal der Erich genau, um was es geht. Erich, um was geht's? Psst, das ist ja geheim. Psst. Heute geht es um Innentüren, Außentüren und Zwischentüren. Zwischentüren habe ich gerade erfunden, das wären meiner Meinung nach Türen, die so dazwischen sind. So im Freien eine Mauer, eine Tür drinnen, die aber keiner braucht, die den Hof einfach teilt, nicht weil ein Hund abgesperrt wird oder Tiere, sondern einfach nur so. Das ist eine Zwischentüre. Das ist so, ja. Auf jeden Fall, das ist eine Türe, das ist ein Türstock. Wie erkennt man den Unterschied? Nein, der Unterschied ist klar, oder? Zwischen Türstock und Türe. Der Stock ist... Schaut so aus, oder? Ja, so. Und die Tür ist so. Aha. Der Türstock ist auf dieser Seite, wo die Türe angeschlagen ist, wo hier die Bänder hineinkommen, das ist die Falzverkleidung. Und die andere Seite ist die Zierverkleidung, ehrlich. Auf der Zierverkleidung, die wird erst eingesteckt, wenn der Stock montiert ist. Wenn die Zierverkleidung im Vorhinein schon auf dem Stock wäre, müsste man die Türe hinstellen und die Mauer um den Stock mauern. Das wäre ja komplett wahnsinnig eigentlich. Bei diesen ganzen modernen Spanplatten, Türstöcken, würde durch den feuchten Mörtel quasi die Spanplatte aufgehen und die Türe wäre schon kaputt. Früher hingegen wurden, wie es noch keinen Bürgerschein gegeben hat, wurden früher Blindstöcke, die waren meistens aus Fichten, waren oben gezapft, unten gezapft mit so Spezialzapfen, das war so schwalbenschwanzmäßig eigentlich, dass es sich nicht auseinanderdrücken kann. Es wurde hingestellt, wurde in die Waage gerichtet und dann wurde der Blindstock eingemauert, ehrlich. Na, das weißt du aber nur mehr aus Erzählung, weil du hast das sicher nicht mehr erlebt. Nein, aber ich habe einen Blindstock eingemauert hinten, ehrlich. Ach so. Nur habe ich das nicht gefilmt. Ach so. Weil ich das auch mal probieren wollte. Aha. Ja. Und auf jeden Fall ist der Blindstock eingemauert, dann wird das ganze Haus fertig gemacht, geputzt und anschließend ist der Tischler hingekommen und hat die Stöcke, das war nicht so ein Stock wie dieser, das waren alles Einzelteile. Also das waren bei breiteren Stöcken waren Füllungen eingearbeitet und das wurde dann an den Blindstock angedrückt und angenagelt. Und später wurde das gestrichen, dass man die Nägel nicht sieht. Und man hat zuerst früher quasi auf der, wo die Türe angeschlagen ist, hat man das alles fertig gemacht, dann hat man die Türe eingehängt und dann hat man die Verkleidungen an die Türe angepasst, weil das früher nicht so hundertprozentig im Winkel war. Also die Türen wurden auf der Hobelbank verleimt und somit war die Winkeligkeit nicht so gegeben. Das sieht man, das kann man nachkontrollieren. Und wenn man irgendwo ein altes Haus sieht und man misst das, wird man feststellen, dass es nicht alles im Winkel ist. Und trotzdem sieht es gerade aus. Und das macht meiner Meinung nach das Interessante aus. Das ist in dieser ganzen Spanplattner-Fertigtür-Szene ist das eigentlich langweilig. Das schaut alles so schnurgerade aus. Mir gefällt das nicht. Erich, gefällt das dir? Was Gerades? Ja. Naja, gerade. Es soll schon alles gerade sein, aber das handgemachte Feeling fällt weg. Ja. Auf jeden Fall, diese Tür, die schäumt man ein und dann hängt man die Türe ein. Das ist ein linker Türstock. Warum ist das ein linker Türstock, Erich? Warum sieht man das? Wie sieht man das? Soll ich es sagen? Ja, das kannst du verraten. Hier ist das Band. Hier wird die Türe angeschlagen. Also auf der Seite, wo die Türe angeschlagen wird, sieht man jetzt nur das Band die ganze Zeit oder mich auch? Achso, entschuldige. Vielleicht ein bisschen zurückgehen, Erich, dass man das alles sieht. Wenn das Band hier angeschlagen ist, also hier ist die Türe angeschlagen, ist das eine linke Türe. Bei der Türe selber ist es ein wenig, also ist es, das ist jetzt eine rechte Türe. Hier ist der Falzüberschlag. Erich, vielleicht kannst du kurz den Falzüberschlag filmen. Die passt ja jetzt gar nicht zusammen mit, dem linken Türstock, oder? Nein, das passt nicht zusammen, das ist ein anderer Stock. Hier ist die Falzseite des Türblattes und hier die Falzüberschlag. Also wenn ich hier stehe, Erich, vielleicht ein bisschen zurückgehen, dass man mich sieht und die Tür, sonst kann man nicht zuhören. Ach so, naja, die Tür ist sehr schön. Erich, der Falzüberschlag ist hier auf dieser Seite, wo ich stehe. Und das ist eine rechte Tür, weil rechts die Bänder sind. Wenn ich auf der anderen Seite stehen würde, wo der Falz zu sehen ist, wäre es eine linke Tür. Das ist falsch. Immer von der Falzüberschlagseite, wo ich quasi keinen Falz sehe, dort wo die Bänder sind, dort ist quasi, das ist diese Tür. Aha. Der Falz ist 24-14, also 24 mm Tiefe, das werde ich gleich nachkontrollieren, ja, und 14 mm so, hier sind es 13 mm. Ja, aber ich glaube, ich habe das ziemlich richtig gesagt mit 24-14. Wenn ich falsch liege, schreibt es in die Kommentare hinein, dann tun wir so, wie wenn ich das anders gesagt hätte. Man kann sich ja da richten, oder ehrlich? Ja. Dann
hält man sich einmal das Ohr zu. Das hier ist beim Schlosskasten die Distanz, also zwischen dort, wo der Drücker montiert ist und wo der Schlüssel ist. Das ist mittig 88 mm. Erich, vielleicht, dass du wieder zurückgehst, dass man alles sieht, denn die Leute im Fernsehen, im Internet, wenn die jetzt ganze Zeit nur diese Löcher sehen, das will ja keiner, Erich. Kommt da noch ein Drücker drauf? Da kommt ein Drücker drauf und unten kommt der Schlüssel rein. Dann gibt es so Schilder, sagt man, glaube ich, dazu, oder? Wenn es ein ganzes, also wenn es ganz geschlossen ist. Und ansonsten sind das die Rosetten, die drauf geschraubt werden. Da kann man durchbohren und die werden, die Schlösser haben so Löcher, dass man wirklich ganz durchbohren kann. Und dann verbindet sich das. Dann gibt es eine Schraube, die da durchgeht. Und dann kommt eine Abdeckung drauf und der Drücker wird mit einem Imbus angeschraubt. Und der Schlosskasten hat eine Tiefe von 50 mm, oh, 80 mm, oder, Erich? Das kommt aufs Schloss an. Naja, schon, aber der Durchschnitt, ich glaube 80 mm. Die Breite des Schlosskastens ist 14 mm, also man muss mit einem Langlochbohrer mit einer 14 mm Stärke ausfräsen, damit der hineingeht. Und dann gibt es noch das Schild, das hat, glaube ich, 17, 18 mm Fräser muss man hinein, wenn man das, also den Stulp meine ich beim Schloss, ausfräsen will. Aber das sieht man ja gar nicht, weil man das jetzt gar nicht sieht. Ich habe jetzt was geredet, was gar keiner sieht. Was tun wir da? Egal. Das ist ein Schließblech. Dieses Schließblech ist quasi nur ausgefräst worden. Hier in dem Fall wahrscheinlich mit einer CNC. Wenn wir das machen würden, würden das mit einer Oberfräse, mit einem Anschlag, oder? Ach so. Oder wie würdest du das machen? Ich hab sowas noch nicht gemacht. Okay. Und hier kommt die Dichtung hinein. Ich habe irgendwas vergessen zu erklären. Das Futter, das ist das Futter, Falzverkleidung. Auf der anderen Seite die Zierverkleidung, die im Nachhinein kommt. Das sind die Einbohrbänder. Linke, rechte Tür, haben wir gesagt. Das ist ganz wichtig. Genau, dann haben wir gesagt, früher, wenn die Mauern breiter waren, wurde hier auch ein Rahmen angefertigt. Das Futter waren Rahmenteile mit Füllungen. Denn wenn sie so breite Massivholzteile gemacht hätten, das hätte sich gedreht. Jetzt haben sie Rahmen gebaut, das sieht man in alten Häusern. Das sieht wunderschön aus. Diese Kassettentürstöcke, glaube ich, sagt man auch dazu. Wenn wirklich unten eine Füllung, in der Mitte eine kleine Füllung und oben eine Füllung. Und da sieht man, die haben sich wirklich früher Arbeit angetan oder antun müssen eigentlich. Und jetzt wird das mit PU-Schaum ausgekeilt, quasi mit PU-Schaum eingeschäumt. Man schaut auf die Waage. Wenn die Tür drin ist, schaut man so diagonal durch, dass man, sonst könnte ja dieser eine Teil nach außen stehen und der nach innen, dann würde die Tür nicht richtig schließen. Also genau. Man muss so diagonal durchschauen und das sollte sich, diese Linien und diese andere Linie sollte sich genau treffen, dann ist das perfekt. Oben wird das eingekeilt, geschaumt und ehrlich, haben wir noch was zu sagen? Irgendwas haben wir sicher vergessen. Tür ist eine Rahmentür, diese ist sicher nur getübelt. Wenn das wir machen würden, wir würden oben Federzapfen, eingeschnittener Zapfen, unten wieder Federzapfen, das würden wir einnutzen. Und hier ist es einfach mit einem Kontoprofilfräser gefräst worden und getübelt. Ja, ist jetzt nicht so die feine englische Art, aber wir sind ja auch in Österreich, ehrlich. Wie wäre das in Österreich, kann man die feine englische Art, ich verstehe das schon wieder alles überhaupt nicht. Ich glaube, wir sollten uns verabschieden, ehrlich, wir haben noch einen Termin. Ja. Heute gibt es Running Sushi im Kaffeehaus, da gibt es eine Eierspeis zum Preis von einer Wurstsemmel und da sind der Erich und ich immer dabei. Wir essen nämlich total gerne Eierspeis zum Preis von einer Wurstsemmel. Oder Erich, was sagst du dazu? Ja. Ich werde dich kurz filmen, damit du dich verabschieden kannst. Achso, ich bin aber jetzt gar nicht hübsch. Ich werde einfach die Kamera mehr zittrig bewegen, dass man das nicht so sieht. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Also jetzt nicht gegenstandsmäßig, sondern wissensmäßig. Wenn ihr noch Fragen habt zu Türstöcken, schreibt es in die Kommentare hinein. Es wird sicher irgendeinen geben, der das beantworten kann. Denn die Welt weiß alles. Nur der Erich und ich, wir wissen nicht alles. Ich sage Tschüss, Baba. Drückt Daumen rauf, gefällt mir, abonniert den Kanal und ich werde jetzt da runterklettern. Das ist ein schöner Abschluss des Videos, glaube ich. Aber ehrlich, du musst rechtzeitig abdrücken, weil wenn ich wirklich so am Boden herumkraxeln muss, das ist nicht lustig.